Hallo, herzlich willkommen wieder bei Rising World und hier ist der Order 158. Wir machen heute natürlich weiter hier mit unserer Burg. Ich mach mal kurz Licht an hier, dass wir ein bisschen was sehen können, obwohl der im Dustern eigentlich auch schon ganz schön aussieht hier. Ihr seht hier oben das Geländer, das habe ich jetzt schon fertig gemacht, dann habe ich jetzt schon vorbereitet für das Dach. Hier sind die Treppen fertig, hier der Wehrgang, der ist auch fertig geworden. Wie weit sind wir unten? Ja, unten sind wir schon ein bisschen beim Schickmachen hier. Die Wege sind soweit fertig. Die Schmiede haben wir hier. Die ist jetzt soweit fertig. Und dann ist hier schon vorbereitet jetzt. Moment, da sollen die Gefängnisröhren im Turm runter und hier machen wir dann so eine Art Töpferei noch hin und hier kommt nachher die Webstube rein. Ja, und dann haben wir hier doch schon eine ganze Menge drin, ne? So, da hier habe ich auch schon angefangen, das Geländer zu machen, also überall so ein bisschen dran rumgefummelt hier. Okay, heute wollen wir aber machen, jetzt mache ich Licht an hier. Und zwar hier oben soll ein kleiner Brunnen hin. Und da sagen wir erstmal at time, dass wir das hier hell noch haben. Na gut, bei dem Wolkenhimmel. Ist egal. So, wichtig ist, ihr nehmt euch erstmal einen Balken, packt den gerade auf der Erde hin hier. Und so, jetzt liegt er gerade. Und bestimmt die Größe, wie groß soll euer Brunnen sein. Letztendlich, wenn er den auseinanderzieht, dann wird das ein riesiger Teil, ja, weiter zusammengesetzt, je nachdem, wie groß er den haben wollt. Denn der nächste Schritt ist, das Raster einzuschalten mit der Taste G. Dann habt ihr das Raster drin und ihr seht, der geht so bis zur Hälfte in die Erde drin, aber rastet dann ganz nah an diesem Punkt an. So, ich mache es mal so, dass ich den Vierer breit mache, den Brunnen. Ja, machen wir einen Vierer breit. So, das sollte ausreichen, dann kann man es auch dann hier schön abmessen. Jetzt ist er ganz genau Vierer breit. Und damit haben wir den ersten Schritt schon getan. Jetzt müsst ihr euch nur noch die Schrittweite, wie weit soll der gedreht werden. Denn wichtig ist, ich setze mal jetzt nur den ersten ein, zack. Und jetzt nehme ich mir mal Balken mit einem anderen Stein hier. Und mal kurz so, mal kleiner machen. Und das wird dann unsere Brunnenmauer nämlich. Und je nachdem, wie breit ich das mache, wenn ich dann hier sage, mit der Enter-Taste dockt der ganz genau dort an hier. Zack. Haben wir natürlich jetzt hier falsch rum. So. Den dockt der ganz genau da dran an. Mache ich den größer, den Stein. Ja, dann kommt der nächste nachher und dreht sich und ihr seht, der geht dort immer ran. Ihr werdet sehen, wenn wir nachher 2, 3 haben. Das heißt also, umso enger ich das mache, umso feiner kann ich es machen. Aber je nachdem muss man sich ausprobieren. So, also ich nehme erstmal wieder meinen normalen Balken und wir stellen uns mal, mach den erstmal wieder so, den mal kurz rennehmen hier und hinpacken das Ding. Ja, jetzt haben wir wieder auf 2. So, ich stelle mir mal eine Schrittweite von 3er ein. Das heißt also, oben in der Konsole gebe ich einfach den Befehl ZR für Rotation und dann gucken wir mal bei 3, wie weit dreht sich unser Ding. So. Den ersten halt gesetzt, den ersten Balken hier. Nehmen wir mal nochmal weg. So. Dann Rasterin, hier klickt und ihr seht der Balken, nachdem ich geklickt habe, bleibt liegen. Jetzt drehe ich einfach nur mit den Cursor-Tasten einmal und ihr seht, bei einer Rotation von 3
wird das relativ eng. Jetzt musst du natürlich immer aufpassen, dass der nicht wieder rausspringt. Das ist das einzige Problem, so eine richtige Position zu finden hier. Guck mal, so. Im Notfall dann kurz wieder Steuerungstaste drücken. Und wenn er drin ist, ja, jetzt geht er nicht mehr rein. Ja, also niemals unterbrechen. Immer versuchen, schön drinnen zu bleiben in diesem Raster. Und ich drehe ihn erstmal wieder richtig. Mal gucken, ob es klappt jetzt. Erscheint so. Mal gucken. Im Notfall. Jetzt hat er. Ja, im Notfall immer hin und her schalten zwischen Drehen und der Steuerungstaste. Und dann kann wieder geklickt werden. So, jetzt hat die Steuerungstaste wieder gedrückt, dann rutscht er nach oben. Jetzt drücke ich immer auf Drehen. Er rührt sich aber nicht. Und wenn ich dann die Steuerungstaste wieder drücke, dann rastet er ein, seht ihr. Also wenn das so nicht klappt, dann Steuerungstaste raus, Drehen, Steuerungstaste wieder rein. Ja, manchmal klappt das auch gleich, dass man einfach nur drehen braucht. Aber ihr habt ja gesehen, wenn der immer rausfliegt, dann ist das natürlich immer ein bisschen blöde. Und dann muss man eben auf diese Art und Weise weitermachen. Geht aber auch und ihr seht, langsam entsteht die Rundung hier. Mir ist das aber zu eng hier. Ich werde mal auf 5er machen, das reicht. Ja, das sind ja natürlich dann auch immer ein Haufen Teile, die hier reingehen. Und darum, ich will das nicht so genau, braucht das bei mir alles nicht sein. Ja. Ja, und ich will auch ein bisschen Einsparung drin haben. So, setzen wir mal auf 3, nehmen wir mal auf 5. Mal gucken, eben mal kurz antesten. Ja, 5, dann nehmen wir mal die 8, dann reicht es. So enge braucht es nicht zu sein hier. Dann werden die Steine nämlich ein bisschen größer. So, wenn wir den auch noch mal rausnehmen hier, sonst wird das wieder nicht hier. So, also nehmen wir mal die 8. Quatsch, 8 wollte ich nehmen. So, mal gucken. Drehen wir und ja, das reicht mir völlig aus. Na, ihr seht jetzt, so, er lässt sich nicht weiter drehen, muss natürlich wieder Steuerung lösen. Dadurch hebt er sich, weil ich nicht in dem Raster drin bin. Also drehe ich jetzt. Und nachdem ich die Steuerungstaste gedrückt habe, springt er in meine Drehung drin. Drehen, zack, und er ist dran. Alter. Drehen, Steuerungstaste, klicken. Steuerungstaste, drehen, Steuerungstaste, klicken. Steuerungstaste, drehen, Steuerungstaste, klicken. Ja, also wie gesagt, auf irgendeine Art und Weise geht es dann immer. Es war ein bisschen mühselig, aber wichtig ist, dass wir einmal einen Kreis hinkriegen. Und wenn wir den einmal drin haben, dann ist alles andere kein Problem mehr. Hauptsache, er geht immer wieder nach unten, ansonsten habt ihr eine Spirale nach oben, da müsst ihr darauf achten, dass der wirklich sich dann wieder runtersetzt in das Rasterrennen. Nicht vergessen, das Rasterrennen zu schalten. Es hat zu früh geklickt. Hoffentlich komme ich jetzt wieder rein. Der ist weg. So, nochmal gucken. Erst wieder das Raster reinschalten, nicht vergessen hier. So, nochmal raus, ihn drehen, raus,
Ja, der geht zurück. Jetzt muss ich die andere Richtung drehen hier. Na, jetzt will er nicht hier. Jetzt. Und habe ich gesagt, immer schön aufpassen, dass ihr nicht die Reihenfolge durcheinander bringt. So, und den letzten noch. Und wir haben unseren Kreis. So, gucken, sieht von oben doch vernünftig aus. Okay, jetzt nehmen wir unsere anderen Blöcke. Nehmen wir diese hier. Ein bisschen breiter. Enger. So, dann gucken wir mal. Jetzt wird die Enter-Taste gedrückt. Dann gucken wir mal, wie er andockt hier. Und ihr seht, der setzt sich natürlich auch jetzt in die Hälfte drin. So, und jetzt müssen wir mal ausprobieren von der Größe her. Ihr seht, da ist ein unheimlicher Zwischenraum, wenn wir aber an den nächsten reingehen. Also können wir den Block ruhig ein bisschen kleiner machen. Machen wir noch ein bisschen kleiner. Und gucken wir jetzt, probieren wir das erst aus, am nächsten angedockt und so geht das dann schon. Ja, lappt natürlich immer noch ein bisschen über. Wir können natürlich auch sagen, mal gucken, ob das klappt damit, dass wir sagen Z, P und nehmen wir mal dort die 3. So, mal gucken. Lass mal die wieder wegnehmen hier kurz. So, machen wir ein bisschen kleiner. An der Raster, der bleibt. Ja, da ist auch noch eine kleine Lücke ist da noch. Nee, das gefällt mir nicht. Dann lassen wir lieber ein bisschen überwechseln. Also mit ZP können wir die Rastergröße der Steine nicht verändern hier. Entweder machen wir es so oder wir gucken mal. Das war folgendes ausprobieren, und zwar wir haben das Teil ja in der Hand, dass wir sagen mit dem neuen Befehl Size. So, und dann machen wir mal, probieren wir erstmal so aus 0.5 0.3 und 0.1. Umgekehrt 0.1. So. Gucken wir mal, wie groß unser Teil hier ist. Haben wir jetzt nur umgekehrt. Wir müssen und zwar müssen wir eintragen den 1er müssen wir da eintragen. Ich muss da rein. Ja, das verwechsel ich auch immer wieder hier. So, der 5er muss hier hin. Der 1er, dann machen wir mal lieber 2 gleich draus. Und der und hier auch mal ein 2er draus. So, mal gucken. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Machen wir mal hier in der Breite 4. So, und dann gucken wir jetzt mal, also ausschlaggebend wird diese Breite jetzt sein. Mal gucken, wenn er dran ist. Das war jetzt mit 4. Nehmen wir mal 3,5. Mal sehen, dass wir das so genau wie möglich hinkriegen. Wie weit wir da gehen können. Das ist natürlich immer so ein Rumgebastel und Ausprobieren. Und zwar hier 0.35. Mal gucken. Jetzt ist es ein bisschen schmaler. Da, das kommt schon
Machen wir mal 4 draus. Genau, machen wir mal einen 4er. Den nochmal weg. Und sagen hier oben nicht 3,5, sondern 3,4. Ach so, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir auch was in der Hand haben. Ja. So, das kann man machen. Okay, 3,4. Ich denke mal, noch genauer kann man den nicht einstellen. So, mal gucken jetzt. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Schillert zwar noch so ein bisschen durch, aber ihr seht, jetzt kann man das schon ganz vernünftig ansetzen. Ja. Ja, so klappt das. So, dann brauchen wir einfach nur die nächste Etage oben raufsetzen. Ja, da überlappt er auch ein bisschen. Das wird immer wieder vorkommen. Ich meine, ganz genau das Verhältnis jetzt zu finden, kann man sich hinsetzen, denke ich mal, und 1-2 Stunden fummeln. Und dann hat man es hier, wenn man sich das auch noch aufschreibt, dann hat man für ewig und immer seine Kreise hier. Ja, oder macht sich eben vorher solche Vorlagenkreise. Und wir sehen, ruckzuck haben wir denn unseren Brunnen fertig. Ja, wie gesagt, die untersten, dass die schön angedockt sind, dass die sich erst drin setzen, das ist natürlich völlig Schnuppe. Da ist uns ein Fehler unterlaufen, gleich mal wegmachen mehr. So, das ist völlig egal, aber auf diese Art und Weise kriegt man denn natürlich sämtliche Bögen hin. Man kann natürlich auch, wenn man jetzt größere Sachen macht, hier hinten noch andocken und docken weitere Balken, ja, und damit dann größere Kreise machen. Oder man nimmt sich kleinere Stücken und zieht sich die immer weiter nach außen und schon hat man dann Kreismöglichkeiten in verschiedenen Richtungen, verschiedenen Größen. Und natürlich, wenn man das dann, jetzt habe ich hier unten den falschen genommen, wa? Ne. Und dann kann man natürlich daraus von den Blueprints sich dann auch Halbbögen machen für Fenster und für Türrahmen und weiß ich was alles hier. Also man kann sich dann dementsprechend austoben. Bloß ganz nur wird man es niemals hinkriegen. Wir haben keine runden Steine hier oder keine Steine, dass wir verschiedene Größen skalieren können damit. Und damit können wir das eben nur auf diese Art und Weise machen hier. Und können damit eben schon so ein bisschen Rundungen andeuten. Da kommt dann auch drauf an, auf die Textur, ob es sehr auffällig ist, je nachdem, was man für eine Textur hat. Wenn man natürlich genau hinguckt, dann sieht man es ganz genau, dass dort, ja, hier ist ein bisschen versetzt jetzt, dann gucken wir mal, was hier mit ist. Ja. Den haben wir bestimmt an der Seite jetzt noch angedockt, das darf der natürlich nicht sein. Hier ist irgendwie, aha, da liegt er. Na, seht ihr, bei solchen Überschneidungen, der mittelste hier, der stimmt nicht hier. Bei solchen Überschneidungen hier, dann ist das natürlich immer, hier, der stimmt auch nicht. Der ist auch nicht richtig reingekommen hier. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht hier ran andockt hier, sondern wirklich hier drinnen. Mal auf den untersten Ruf hier. Und dann geht das schon. Und wann hat man dann seinen Kreis zu? So. Und jetzt können wir hier drinnen den ganzen Schmarrn können wir wegkloppen. Am besten ist immer in der Mitte. Und dann gib ihm die Kante. Und dann ist das Ding bald weg.
So. Und weg ist er. So. Und damit haben wir dann hier unseren Brunnen. So, haben wir den ungefähr in der Mitte? Ja, passt doch wunderbar. So, jetzt machen wir uns mal gleich zwei Holzbalken noch. Für die Überdachung denn. Dann nehmen wir natürlich den hier gleich ein bisschen größer ziehen. Das mal aufbauen. So, dann ziehen wir den gleich mal ein bisschen größer. Ihr seht meine Abmaße, die ich genommen habe in dem Moment, wenn ich die nach beiden Richtungen skaliere, dann sind sofort die Abmaße wieder raus und die Standardeinstellung vom normalen Balken ist wieder drin. Also das ist ein bisschen zu hoch hier. Machen wir mal etwas kleiner hier. So, dann können wir ruhig ein bisschen reinschieben hier. Ja, das kommt hin. Gucken wir mal, wenn wir nicht fliegen, dann ist ganz genau das Dach dann so in unserer Höhe. Na, wenn man nachher doch noch ein bisschen, das wäre aber so die Dachhöhe, dann haben wir hier erstmal das Maß drin. So, dass beide Seiten circa gleich sind, dass er nicht so verdreht ist hier. Und damit der auch hier bleibt, schieben wir jetzt einfach rüber. Ihr seht, ich habe die Position ziemlich runtergesetzt und damit schieben wir ganz langsam. Man kann das noch kleiner machen. Wenn ich sage ZP, wo haben wir? ZP habe ich jetzt auf 3 zu stehen. Und jetzt also, man kann das runterstellen bis auf 1. Und wenn ich jetzt sage mal die 15, dann nimmt der natürlich jetzt riesige Schritte nach rechts rüber. Seht ihr? Und so kann man sich das hinbasteln und hinbauen, wie man will. Also ZR ist für die Rotation und ZP ist letztendlich für das Verschieben. So ist das ungefähr, dass das so gleichmäßig kommt. Ja, das kommt hin. Okay. So, damit ich jetzt natürlich hier unten... Wir haben jetzt hier haben wir ein Gebäude drunter. Da können wir das natürlich nicht machen, dass wir da dann, gehen wir hier rein, dass wir hier einfach das Loch hier unten drin machen. So, ja, ich auch schon weiter gemacht, seht ihr. Dann würden wir hier unten jetzt ein Loch drin haben und das ist natürlich auch nicht sehr schön. Also müssen wir da oben erstmal so lassen, wie es ist. Und nachher irgendwie übertünchen mit Glas oder weiß ich was alles. Ja, das macht sich dann natürlich hier unten bei dem Brunnen nachher besser. Denn wenn wir hier keine Wohngebäude drunter haben, dann können wir hier rangehen und schlagen uns das raus hier. So weit, wie wir rankommen. Nur aufpassen, dass wir jetzt da drüben nicht, dass das Loch hier auf der anderen Seite kommt. Ja, da müssen wir aufpassen. Und wenn das nicht ausreicht, müssen wir eben die ganze Geschichte ein bisschen breiter machen. Das könnte jetzt schon, da haben wir es schon. Ja, also da müssen wir uns dann nachher was einfallen lassen. Und dann kann man sich hier natürlich nachher dann Wasser auffüllen. So, was einfallen lassen. Können wir auch machen, das ist nicht das Problem. Moment, machen wir mal so. Das war dann nämlich einfach da unten, wo jetzt diese Löcher entstanden sind, einklinken mit dem Balken. Das könnten wir machen. Oder sagen hier einfach, wir probieren es mal, dass wir immer von dieser Seite aus breiter, so und aber kleiner, gucken wir mal, ob das schon ausreicht hier. Dann setzen wir einfach so einen kleinen Sockel davor und gucken, der wäre ganz schön breit hier. Und dann setzen wir das mal dazwischen,
Ja, also hier muss man dann so ein bisschen höchstwahrscheinlich rumkaschieren. Das war hier doch etwas kleiner machen. Mal den rausnehmen hier, ein bisschen drehen. Na. Na nö, warum hängt der fest hier? Jetzt so. Und dann kann man hier so ein bisschen drehen noch. Ja, und sichtet einfach Stück für Stück auch zumachen. Und jetzt schiebe ich mir den so ein Stück weiter rein. So dass es nicht weiter auffällt hier. Ein bisschen höher hier. Ja, da müssen wir dann eben nehmen. ZP machen wir mal so, weil wir jetzt hier die 15 dran haben. Machen wir mal hier ZP1, mal ganz fein einstellen. Und jetzt können wir nämlich hier da ganz vorsichtig, bis das ganz genau passt. Und mit der Rotation könnten wir das jetzt genauso machen. So, und wenn wir dann, und wenn wir dann bestätigen und gehen raus, ja, dann fällt das nachher kaum auf. Ja. Also kann man sich einen Sockel dann ringsherum noch machen und das alles ein bisschen wegkaschieren. Hier drinnen macht man es dann genauso, da ist es wieder ein bisschen einfacher. Da nehme ich einfach nur die Enter-Taste, mache mir das ein bisschen breiter, so also breit, und klick einfach dann hier rein, mache in drinnen auch noch so einen extra Ring, ja, und dann kann ich nachher das so ja bis runter ziehen. Mach's mal jetzt auf der Schnelle hier, auf die Grobe. Ja, wie gesagt, mit bisschen Ruhe und ein bisschen Einführungsvermögen, so weit sind wir jetzt schon. So, ich gehe mal einfach mal da drunter, ich mache mal Licht jetzt hier und setzen da genauso an. Ist egal, wie tief man das dann macht. Ich habe jetzt hier im Film habe ich keine Ruhe dazu, keine Geduld. Und dann kommen wir auch mit der Zeit nicht hin. Das ist nicht in einer halben Stunde oder Stunde erledigt. Also da muss man schon so ein bisschen rumprimeln und rumfummeln, bis man sein gewünschtes Ergebnis hat. So, jetzt ziehe ich den ganzen Schmarrn hier so weit runter, wie ich es eben haben will. So, genau, seht ihr, jetzt sieht das vernünftig aus. Wenn wir unten oder außenrum hier dann auch noch so leicht was dran gesetzt haben, dass das überall so ein bisschen kaschiert ist hier, dann ist das, denke ich, auch nicht mehr so schlimm. Dann kann man sich das schön nochmal alles ein bisschen abtarnen hier und weiß ich was, die Ecken wegmachen. So, und wenn wir das dann drin haben, dann nehmen wir einfach mal die F6 ist das, glaube ich, und ne, halt, müsste die F5 sein. F5, genau, da drücken wir die Taste 5 für das Wasser, dann drücken wir die Enter-Taste, machen dort diesen Raster natürlich ein bisschen größer. So, und jetzt können wir festlegen, bis zu welcher Höhe dieses Wasser soll. Jetzt sehen wir mit Bild auf oder Bild ab. Je nachdem, also ich würde auf jeden Fall so tief bleiben, dass dann hier das Wasser nicht hier an den Seiten rausläuft, weil ja auch letztendlich ein Quader ist. So, und dann hier unten, dass das jetzt hier nicht weiter auffällt, machen wir Folgendes. Dass wir hier jetzt einfach mal sagen, was nehmen wir da? Ah, hinzufügen, nehmen wir mal die 1. So.
Und auch Enter. Na. Jetzt. So. Auch Enter. Und dann natürlich unterhalb des Wassers. So müsste es ausreichen. Und dann wählen wir uns hier am besten den Schlamm aus oder den Kies, je nachdem. Ich nehme da mal diesen Schlamm und dann gucken wir mal. Ja, das war zu hoch. Das war zu hoch. Da nehmen wir dann mal. Oder nehmen wir. Ja, mal gucken. Ja, das war zu hoch. Dann machen wir es mal so. Noch ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer. So müsste das ausreichen. So, und dann so, dass wir von alle Seiten dort nichts mehr anderes sehen hier. Okay. So, das müsste dann eigentlich ausreichen und dann werden wir uns gleich nochmal so, mal gucken, wenn wir jetzt reingucken von hier oben, ja. So, und jetzt gehen wir nochmal auf die 5, nehmen das Wasser nämlich, Enter-Taste wieder gedrückt und jetzt ziehen wir uns das Wasser wieder bis hier hoch und wenn wir jetzt so rausgehen hier, dann sieht ihr doch schon, Wasser können wir sehr noch höher ziehen, klar. Werden wir gleich machen noch. Gucken mal. Ah ne, das ist hier schon, an diesen Steinen ist jetzt schon dran, da seht ihr. Oder täuscht, ah, das täuscht nur. Da muss man natürlich aufpassen. Also, nochmal. Und Enter gedrückt und dann ziehen wir mal ein bisschen. Ne, das ist so hoch, so hoch. So, jetzt müsste es aber gut sein, denn ja, wenn wir jetzt rumgucken hier, hat das immer noch nicht begriffen, dass er uns das hier bis hochziehen soll. Das will er noch nicht haben, ja. Ja, das ist ziemlich weit. Dann gucken wir mal nochmal. Muss doch zu machen sein hier. So. Mal gucken jetzt. Das war das wirklich. Das ist zu hoch. Mal gucken. Nicht, dass uns das Wasser hier über den Hof schwimmt hier. So, jetzt müsste doch aber, ja, der Teig geahnt. Da, das war natürlich zu hoch, ja. Das war zu hoch. Dann müssen wir das erst wieder wegbratzen hier mit irgendwas anderem hier. Was nehmen wir? Ach, nehmen wir einfach die 1 wieder. So, und dann mal ein bisschen höher gehen. Das ist egal, was wir da jetzt eigentlich nehmen. So, und damit haben wir das Wasser alles weg. Und jetzt gehen wir wieder tiefer. An den Seiten ist noch ein bisschen Wasser. Und wieder tiefer. So kriegt man das doch alles wieder schön weg hier. Kann passieren. So, haben wir das weg? Ja. Gut. So, jetzt gucken wir mal nochmal nach unserem Wasser hier. Das sollte eigentlich jetzt so genügen, wenn wir
Da nehmen wir mal, das nehmen wir mal noch ein bisschen weg hier. Ja, machen wir es so, tiefer. So, immer umschalten wieder. Okay. Sollte reichen. So, und nun mal wieder hoch damit. Also hier aufpassen, das war zu hoch. Eins tiefer und dann sollte es eigentlich richtig sein. Ja. Ein bisschen weiter ausfüllen. So, nur mal gucken. Ja, jetzt sieht es schon bedeutend besser aus. Ja. Und wie gesagt, hier unten muss dann wirklich noch zugemacht werden. Dadurch, dass wir jetzt den anderen sowieso da drin haben, können wir doch hier anklinken lassen an diese Steine. Die können wir die wieder rein machen hier. Welche haben wir hier genommen? Ich glaube, die waren das. So, und dann können wir da unten wieder zumachen. Ja. Ne, müssen wir doch die anderen Steine nehmen. Aber damit ist das dann unten auch verschwunden. Ja. Dadurch, dass wir den Innenring gesetzt haben, sehen wir die nämlich sowieso dann nicht hier. So, dann können wir die ruhig wegnehmen. Und dann mal gucken, waren das die? Stimmt nicht, ne, die waren es auch nicht. Naja, auf jeden Fall sucht euch dann die richtigen Steine wieder raus und könnt ihr ringsherum zumachen, so dass nichts mehr hier durchschillert. Das sieht nämlich immer bescheuert aus. Ja. Andere Seite sieht man nicht, dass da eine Ecke ist, und da habt ihr dann einen schönen tiefen Brunnen. So, alles andere ist dann letztendlich nur noch Zierde, die ihr ranbauen könnt. Ja, machen wir mal hier bei den oben weiter. Wie ich das hier unten mache, weiß ich noch nicht, weil ich ja da drunter die entsprechenden Räume habe. Da kann ich das natürlich mit dem Wasser nicht machen. Aber hier geht es dann nachher weiter mit meinen guten Balken hier. Da ist er. So, jetzt dann natürlich weiter nachher erstmal mit dem Querbalken rüber. Dünner gemacht, so dass es passt. Und gucken wir mal. Na, bleibst du erstmal dran hier, was ist denn das hier? So. Von der Länge her. Ja, dann kommt oben drauf Dach und so weiter und so fort. Also das muss dann auch alles schick gemacht werden. Abstützbalken, dann kommt eine Rolle noch hinten ran. Das machen wir dann alles beim nächsten Mal mit. Ja, und vielleicht ist mir bis dahin auch was eingefallen, wie wir das hier so ein bisschen auskaschieren können. Denn, dass das, entweder müssen wir den Brunnen höher ziehen, weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Ja, da schauen wir dann mal noch. Besser ist es natürlich hier oben, vielleicht machen wir oben auch gar keinen Brunnen hier hin, aber hier wirkt es dann wenigstens, da passt es schon. Und da werde ich natürlich dann die richtigen Steine hier einsetzen. Hier sehen wir jetzt, liegt dann diese obere Kante an, und dann passt es schon. Ja. Gut, das soll erstmal für heute wieder gewesen sein, und bis zum nächsten Mal, sagt euch Tschüss, euer Valerian58. Bye bye.